Fehler 2623001, Ladeluftsystem Offset Drift im Leerlauf. Wie dieser Fehler zu finden und zu beheben ist, zeigen wir am Beispiel eines Sprinters. Die Symptome: Der Kunde weist auf die Motorkontrollleuchte im Kombiinstrument hin und beanstandet, dass der Motor nur mit maximal 3000 Umdrehungen pro Minute läuft. Die Abhilfe: Mit Hilfe der Star Diagnosis wird der Fehlerspeicher ausgelesen. Das große F steht für aktueller Fehler. Werden nun im Menü die aktuellen Fehlercodes aufgerufen, erscheint der Fehler 2623001, Ladeluftsystem Offset Drift im Leerlauf. Jetzt heißt es als nächstes Istwerte prüfen. Wählen Sie dazu den Menüpunkt Abgasrückführung prüfen und starten Sie den Motor des Fahrzeugs. Zeigt das DAS einen zu kleinen Wert Luftmasse pro Hub an, ist der Fehler zwischen Luftfilter und Turbolader zu suchen. Ist der Wert wie hier zu groß, liegt der Fehler hinter dem Turbolader. Vorbereitungen zur Fehlerbehebung. Entfernen Sie zunächst den Luftfilter, dann die Motorverkleidung. Jetzt kann der Schlauch am Turbolader ausgebaut werden. War der Istwert Luftmasse pro Hub zu klein, kann der Fehler an einer Beschädigung des roten Schlauchinnenteils liegen. War der Wert zu groß, kommt für die Prüfung auf Dichtheit eine Bastellösung zum Einsatz, da die Druckanschlüsse für neue Turbolader nicht mehr passen. Sie benötigen einen Druckanschluss mit der Teilenummer 640-589-009100 und einen alten Ladeluftschlauch sowie das Prüfwerkzeug mit der Teilenummer 611-589-02-2100. Der Druckanschluss wird in den Ladeluftschlauch eingesetzt, mit einer Schlauchschelle gut fixiert und dann direkt am Turbolader angeschraubt. Dieses selbstgebastelte Werkzeug kann übrigens nicht nur bei den genannten Transportern, sondern auch für PKWs verwendet werden. Mithilfe des Druckminderers wird nun das Ladeluftsystem mit Druckluft beaufschlagt. Wichtig: Der Druck darf maximal auf 0,3 bar eingestellt werden, um Beschädigungen am Ladeluftsystem zu vermeiden. Sämtliche Verbindungen mit Lecksuchspray eingesprüht. An einer undichten Stelle bilden sich dabei Bläschen. Die Reparatur: Häufige Ursache der Undichtigkeit sind beim Einbau beschädigte O-Ringe in der Rohrleitung, am Turbolader oder am Resonanzdämpfer. Hier ist deutlich zu sehen, dieser Dichtungsring ist sowohl zerschnitten als auch gequetscht worden und muss ausgetauscht werden. Jetzt kann die Rohrleitung wieder eingebaut und das Ladeluftsystem noch einmal mit Druckluft auf Undichtigkeit geprüft werden. Die Abschlussarbeiten. Mit der Star Diagnosis müssen nun unbedingt noch die Adaptionswerte des Heißfilm-Luftmassenmessers zurückgesetzt werden. Das gleiche gilt für den Fehlerspeicher. Auch ihn müssen wir noch löschen. Und zum Schluss der Test. Vergewissern Sie sich, dass nach der Reparatur die Kontrollleuchte im Kombiinstrument nicht mehr leuchtet und die Drehzahl wieder über 3000 Umdrehungen pro Minute steigt. Nun ist der Sprinter wieder spritzig wie eh und je.